mich jedenfalls sehr, dass die IHK an sich angefragt worden ist und dass wir uns hier einbringen können. Mit 15 Minuten bei mir steht ja Makro. Das heißt, ich habe jetzt so ein bisschen die Aufgabe, so einen Blick von oben zur Rolle oder Bedeutung der Kreativwirtschaft etwas zu sagen. Das mache ich ganz gern. Ich würde auch gern etwas zu diesen Quantitäten sagen, aber vielleicht auch zu so ein paar qualitativen Aspekten kommen, die vielleicht für den morgigen Workshop und so weiter besonders interessant sein können. Es ist immer richtig, Zahlen zu zitieren, wenn man über Kultur und Kreativwirtschaft in Berlin spricht. In so einer Runde hier, glaube ich, ist es ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Und zum anderen ist es so, dass diese Zahlen auch für sich sprechen. Ich habe, was die Zahlen betrifft, hier meine kleinen Kärtchen, damit ich die auch richtig zitiere. Aber ich habe auch mitgebracht eine ganz aktuelle Untersuchung. Wir haben ja so einen Ausschuss, wie heißt der genau, Katja? Creative Industries, glaube ich, in der Industrie- und Handelskammer, wo diese Themen besprochen werden. Wir haben einen ganz interessanten Report gemacht, eine SWOT-Analyse zu verschiedenen Themen, auch zu verschiedenen Teilbranchen aus der Kreativwirtschaft. Finden Sie da auch genügend weitere und genauere Zahlen, als ich sie vielleicht in 15 Minuten vortragen kann. Also die Zahlen sprechen für sich. Wir haben in diesem, wir sagen ja Cluster dazu, also in diesem Thema IKT, Medien, Kreativ, rund 39.000 Unternehmen in der Stadt. Das ist an sich schon mal sehr viel, was aber dann viel stärker für die Stadt spricht, ist, welche Wertschöpfung sie generieren. Also wir haben in diesen 39.000 Unternehmen rund 34 Milliarden Umsatz in der Stadt. That's a lot, I think. Und auch das ist an sich schon wert. Aber was besonders wichtig ist, gerade in den Zeiten, wo wir auch über Flächenknappheit sprechen, über in den letzten Jahren noch eine stark wachsende Stadt sprechen, ist die Zahl dieser Unternehmen auch immer noch kontinuierlich gestiegen. Also wenn man mal so einen 10-Jahres-Verlauf nimmt oder 7 Jahre vielleicht nimmt, da haben wir Wachstumsraten 15%, was die Umsätze dieser Unternehmen betrifft. Das sehen wir als IHK, wenn man da sozusagen als Volkswirt drauf schaut, auch erstmal ganz positiv, weil es auch für eine gewisse Professionalisierung in Teilen der Branche darstellt. Also wir haben ja auch immer das Thema, dass bestimmte Themen auch wirtschaftlich tragfähiger sein müssen. Also jedes Unternehmen für sich, das ganz positiv ist. Das hat auch etwas mit der Entwicklung der Zahl der Menschen und der Zahl der Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind, zu tun. Vielleicht so ein bisschen genauer, also wenn man das so ein bisschen unterteilt, das sind also 34 Milliarden, dass man mal eine Größenordnung hat, 7 Milliarden davon ist so diese IKT-Branche, sozusagen der dickste Brocken. 6 Milliarden Design-Dinge, also Unternehmen in der Designlandschaft. 4,5 Milliarden Unternehmen haben wir extra genommen zu IKT und IKT ist Software und Gaming. 4,5 Milliarden, das ist wirklich eine ordentliche Geschichte. Wird es ein bisschen kleinteiliger, also die ganze Presse, das ganze Presse-Themenfeld, sage ich mal, generiert immerhin noch 2 Milliarden und diese Themen Film, Rundfunk, Buch beispielsweise jeweils so ungefähr 1 Milliarde. Und Kunst, darstellende Künste auch, die schrammen so an der Dreiviertelmilliarde immerhin, 750 Millionen im Jahr. Das sind so die Größenordnungen, über die wir in Berlin sprechen. Beschäftigte. Wir haben große Unterschiede, was die Zahl der Beschäftigten in der Stadt betrifft, in den einzelnen Bereichen. Das, so wie sie hier zusammensitzen, spiegelt sich das, glaube ich, auch ganz gut wider. Ich mache das mal nur an zwei Beispielen, also IKT beispielsweise im Vergleich zu Kunst. Ja? IKT 7 Milliarden, Kunst 10-mal weniger Milliarden, 700 Millionen Beschäftigte, hat Kunst aber 20% mehr als IKT. Also da fallen sozusagen die Dinge ganz gut auseinander bei den Zahl der Unternehmen. Bei den Beschäftigten 27.000 Beschäftigte bei IKT, bei in der Kunst im Kunstbereich 5.000 Beschäftigte, also 5-mal weniger. Schon alleine, wenn man die beiden Themen miteinander vergleicht, begreift man sehr schnell, wie unterschiedlich sozusagen die verschiedenen Sparten aufgestellt sind. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, auch wenn man weiter diskutiert, wenn man einzelne Areale in der Stadt entwickeln möchte oder wenn man die Stadt insgesamt für dieses Thema Kunst und Kreativ besser und neu aufstellen möchte, dass man da sehr genau hingucken muss,
über welches Thema spricht man und wie verbindet man die Themen sinnvoll miteinander. Was nämlich auch dahinter steckt, ist nicht nur die Wertschöpfung auf der einen Seite, also Wertschöpfung gleich Umsatz, sondern heißt ja auch, dass es sehr unterschiedlich ist, was die Renditen betrifft. Das heißt auch, dass man bestimmte, wenn man nur mal Kunst und Kreativ nehmen würde, bestimmte Themen auch so gut miteinander mixen kann, dass bestimmte Dinge gut funktionieren, vielleicht andere Themen mitfinanzieren. Auch das ist ja hier beim RRW-Gelände letztlich so angelegt. Also wenn man sozusagen sehr professionell Tonstudios baut, dann kann man eben dafür an anderen Stellen Dinge, die vielleicht nicht so wertschöpfend sind, gut unterstützen. Also die Zahlen sprechen für sich. Und es ist richtig und wichtig, nee, wichtig andersrum, wichtig und richtig, die immer wieder zu zitieren. Was aber, glaube ich, nicht richtig oder sogar falsch ist, und das höre ich tatsächlich oft, zu denken, dass sozusagen die Kraft, rein die Zahlenkraft, Beschäftigte, Umsatzzahl der Unternehmen, dass dieses Thema nicht in der Politik, in der Verwaltung, in den Institutionen oder beispielsweise auch in der Immobilienbranche angekommen wäre. Das sage ich ganz bewusst für die morgige Diskussion. Wir brauchen eigentlich keine Debatte mehr darüber, wie wichtig das Thema ist. Schon allein von den Zahlen her. Es wird immer wieder gefordert, bei uns kommt es jedenfalls an, Mensch, man nimmt uns nicht richtig wahr oder man schätzt sozusagen die Wirtschaftskraft der Branche falsch ein. Das ist tatsächlich nicht so, das kann ich persönlich und auch für die IHK ganz authentisch sagen. Was dazu kommt, ist ja neben den Quantitäten das Thema Qualität. Und auch da, vorweg gesagt, glaube ich, ist es gut durchdrungen in der Stadt, dass diese Qualitäten, die diese Branche, diese besondere Branche ja hat, vielleicht noch mal eine Zahl dazu, 16% der Bruttowertschöpfung in Berlin wird in dieser Branche gemacht. Also das ist schon eine sehr herausragende Branche. Ich glaube aber, dass das bekannt ist. Qualitäten, bitte? 39, steht alles hier drin. Können Sie genau gucken in einzelnen Teilbereichen, wie viele Unternehmen das sind. Ich meine, Tim sagt immer auch gerne eine Zahl, die kann ich auch noch mal bringen, dass wir alleine über 190.000 wir sagen Mikrounternehmen, was sagst du? Solo-Selbstständige haben. Also die Zahl der Unternehmen, die wir nennen, da gibt es wahrscheinlich auch noch eine erkleckliche Dunkelziffer von Menschen, die sozusagen das nur zum Teil tun, nicht richtig sozusagen als Unternehmer angemeldet sind oder Unternehmerin angemeldet sind, das noch dazu gesagt. Aber für mich die wichtige Botschaft hier in die Runde ist, also das ist angekommen, das ist klar, das ist allen klar. Darum muss man eigentlich nicht mehr kämpfen. Jetzt zu den Qualitäten. Das ist doch völlig klar, dass Kunst und Kreativ ein ganz wichtiger Standortfaktor für Berlin ist. Und zwar insbesondere dann, wenn wir an das Thema Fachkräfte denken. Und zwar Fachkräfte über alle Branchen, ob Industrie, ob Fachkräfte in Kliniken, bei der Polizei oder wo auch immer. Wenn wir sozusagen Fachkräfte von außen nach Berlin ziehen wollen, dann ist dieses Thema Kunst, Kreativ, auch die Start-up-Szene, die sogenannte, das entscheidende Moment. Wir haben vor 2 Tagen eine Konjunkturumfrage veröffentlicht. Ich fange mal mit Platz 2 an. Das ist die Politik von R2G. Das passt jetzt nicht so richtig hierher. Das erste Thema aller Unternehmen ist in der Gesamtschau, wir haben da 1500 Antworten immer, ist das Thema Fachkräfte. Und da ist dieses Thema, diese Branche der Schlüssel. Langfristig, aber auch schon heute der Schlüssel für den Erfolg der Berliner Unternehmen, wenn es um das Thema Fachkräfte geht. Und wenn wir, bin da ab und zu auch mit unterwegs, weil ich auch so das Thema international bei der IHK Berlin verantworte, wenn wir auf Reisen sind und mit einem Bürgermeister in Brooklyn sprechen oder in Tokio unterwegs sind und so weiter, da ist es wirklich so, dass das Thema Kreativwirtschaft, Clubszene, wie auch immer man das definiert, nicht der Türöffner ist, um irgendwie einen Smalltalk zu beginnen, sondern das ist etwas, was von deren Seite ganz klar als wirtschaftlich wichtiger Punkt betrachtet und adressiert wird, gefragt wird, wie macht ihr das, wo habt ihr eure Probleme, das, was wir jetzt hier heute und morgen und übermorgen diskutieren. Also, es ist klar, dass dieses Thema Qualität an sich, wie wichtig diese Branche ist, angekommen ist. Worum es eigentlich geht, ist, wie schaffen wir Qualität in der Umsetzung, das, was eigentlich alle wollen in der Stadt, ich sag mal alle, wie schaffen wir das in der Qualität umzusetzen?
Da sind natürlich, deswegen sitzen wir auch hier, Investoren wie die Kurz Vorzeigeprojekte, und wir brauchen diese Vorzeigeprojekte und wir brauchen auch Veranstaltungen für diese, um das Thema multiplizieren zu können in der Stadt. Aber das reicht natürlich meiner Meinung nach und auch insgesamt nicht. Dann gibt es verschiedene Ebenen, wie man da rangehen kann, um das in der Stadt besser zu machen. Ich kann ja wirklich nicht alle Ebenen besprechen, denn man hat mir ja nur noch 4 Minuten gegeben. Ich mache es mal ganz kurz. Florian Schmidt hat es auch schon angesprochen, das Thema Bauvorschriften auf Bundesebene. Also es gibt einen Paragraphen 9 im Baugesetzbuch, da ist geregelt, was ist der Inhalt eines Bebauungsplans. Und da sind wir schon mit unserem Dachverband schon seit 10 Jahren dran, das zu schrauben. Wie kann man das sozusagen passgenauer machen, um vielleicht auch nicht nur bei neuen Bebauungsplänen, sondern vielleicht auch bei Textbebauungsplänen die Dinge safer zu machen. Also das ist so ein Thema. Baunutzungsverordnung. Ist heute auch schon angesprochen worden. Dieses Thema, kann man Clubs beispielsweise nicht als Vergnügungsstätte, sondern als Kulturstätte verankern? Gab es ja gerade eine Anhörung, haben wir uns auch eingebracht. Lutz Leistring war, glaube ich, auch da. Ich glaube, da gibt es auch eine Offenheit, das zu machen. Oder es gibt natürlich auch die Dinge, das kennt eigentlich jeder auch, ob er nun aus der Kreativwirtschaft ist oder auch aus der Industrie ist, dieses Thema TA-Lärm. Also wo wird der Lärm gemessen, welche Werte gilt es einzuhalten und so weiter. Da gibt es zum Glück auch gute Bewegungen. Wir fordern zum Beispiel, dass für die Kultur- und Kreativwirtschaft einfach das Thema TA-Gewerbe, was die Dezibelzahlen betrifft, und die TA-Verkehr, was sozusagen den Messpunkt betrifft, angewandt wird. Wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Bundesebene dauert halt manchmal ein bisschen länger. Aber es gibt sozusagen auch da die Erkenntnis und den Wunsch, etwas zu ändern. Was viel wichtiger ist und was Friedrichshain-Kreuzberg in der letzten Legislatur auch sehr gut gemacht hat, auch, und wir haben das auch sehr unterstützt, ist dieses Thema Flächen zu sortieren, Flächen zu kartieren und ich sag mal Gewerbeflächenkonzepte zu entwickeln. Wir haben eine ganz tolle Situation, ein Window of Opportunity in Berlin, dass wir einen neuen Stadtentwicklungsplan Wirtschaft gemeinsam entwickelt haben, in dem erstmalig auch das Thema Kultur und Kreativ auftaucht, noch nicht richtig verortet. Die Verortung kann aber im nächsten Schritt passieren, nämlich bei den sogenannten bezirklichen Gewerbeentwicklungskonzepten. Alle Bezirke sind aufgefordert, das zu machen. Alle Bezirke kommen, toi toi toi, Geld dafür, auch vom Land Berlin, das zu tun. Und da muss man eben ein Stück weit aufpassen, auch eine Weiterentwicklung vielleicht für Kreuzberg, wo es ja ein sehr vorzeigbares Gewerbehofkonzept gibt, das eben zu öffnen, auch für Kunst, Kreativ, vielleicht auch für andere soziale Einrichtungsthemen zu öffnen. Also da gibt es eine große Chance, da wird die IHK gerne mitmachen, weil ein bisschen anders als beim Wohnen, Wohnen kann man überall relativ schnell bauen, das ist einfach. Aber gut gemischte Quartiere zu halten und zu entwickeln, ist ein ganz anderes, viel schwieriges und auch was Renditen beispielsweise betrifft, um das Wort mal in den Mund zu nehmen, ganz anderes, schwierigeres Thema als irgendwie Wohnungen zu bauen in der Stadt, über die wir ja nun so viel und intensiv diskutiert haben. Also, es geht so ein Stück weit tatsächlich darum zu gucken, wie man da ein Stück weit vorankommen kann. Ich würde noch einen Punkt dazu bringen als letzten Punkt, weil mir das ganz gut gefällt. Es gibt einen ganz guten Ansatz vom Baustadtrat aus Charlottenburg-Wilmersdorf, ganz andere Ecke. Der ist, glaube ich, auch in der gleichen Partei wie der hiesige Baustadtrat, der über Fondsmodelle nachdenkt, dort in Bezug auf Wohnen, dass man überlegt, dass bestimmte Projektentwickler, aber auch Bestandsunternehmen, Immobilienunternehmen und so weiter in einen Topf einzahlen und von diesem Topf aus, von diesem Fonds aus, bestimmte Projekte unterstützt werden. Das finde ich einen spannenden Ansatz für Berlin. Spannend nicht nur, weil es da um Finanzierung geht, man kann ja auch Geld aus dem Landeshaushalt nehmen. Spannend finde ich es deshalb, weil dahinter ein partnerschaftliches Konzept steht, nämlich eine Zusammenarbeit zwischen Immobilienwirtschaft und der Kunst-, Kultur-, Kreativszene, wie auch immer man die bezeichnen möchte. Vielleicht wäre das auch eine gute Überlegung für die weitere Diskussion hier in diesen Runden. Und kleiner Bestandsüberblick, ein paar Anregungen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.